Ja, hi, willkommen. Mein Name ist TamiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir angefangen mit der Mission. Der goldene Grashüpfer. Ja, ich glaube schon. Und sind so gerundet, bestimmt 20 Mal draufgegangen wegen den Supermutanten. Und ja, hier drin ist es allerdings noch recht chillig, würde ich jetzt sagen. Sind noch ein paar Supermutanten da oben, aber was soll's. Haben wir auch noch fertig ein Scharmützler, habe ich gerade gelesen. Ist noch da am Leben. Können wir mal damit rumlaufen. Da sind ja effektiver gegen die. Ich meine, die Borschaft benutzt ja auch diese Laserwaffen gegen Supermutanten. Wo bist du, wo sind? Kann man denn noch hoch? Da. Naja. Du versteckst dahinter. So. Jetzt 20 werden wir auf jeden Fall noch erreichen. In diesem Part. Dann kann ich endlich mal ein paar Perks wiederholen. Aber hier noch. Oh, hier haben sich bestimmt einige Leute noch so eingenistet vorher. Weil die zerstört worden sind von den Supermutanten. Früher oder später, du müsstest rauskommen. Ich bin mich doch gar nicht am Verstecken. Ich finde euch nur einfach nicht. Und ihr seht mich schon aus, weiß ich nicht, 10 Kilometer Entfernung immer. So. Okay, Boss Battle. Ich was höre. Hat. Ja, kann schon wieder sehr nervig werden, habe ich das Gefühl. Ja, mal die. Du mal deine Ecke. Ich höre was. Jetzt geht bei euch die ganze Zeit mit dem Ding. Da guckt ja einer an, was der schon wieder für Schaden macht. Soll ich ihn dagegen wieder an? Soll ich ihn dagegen bitte schon ausrichten? Au, was zum? Kommst du denn schon wieder her? So, ha. Glaub mal bloß nicht, dass ich das nicht ausnutze. Ah, jetzt bist du hier, ehrlich. Schade, das ist einfach nicht normal, ne? Nichts gewesen. Ist runtergefallen, ehrlich. Au, was? Wo? Sterben, Mensch.
wieder mit Pfeilern geschossen. Danke. So. Jetzt immer noch einer. Ja. Leben. Begleiter halten Dauer auf plus 10 Gesundheit. Ja, super. Ich höre mal irgendwo noch. Ja, die können ja nicht so nah sein, wenn ich hier pennen gehen kann. Nicht so ein bisschen nervig gemacht. Ja, lass mich noch mal runtergehen und den looten. Oh, schieß doch. Ich hab deine Brüder getötet, also. Komm du mir nicht so blöd. Warte, oder was? Ah, wo ist der Typ da unten? Haben wir jetzt alle hier drinne? Aua. Was ist das denn? Ich sehe natürlich nicht, was das für eine Waffe ist, weil er natürlich hier so übermächtig, kritisch, super mega alles davor steht. Aber naja. So, ich hoffe, wir sind hier fertig. So, dann gehen wir nach oben. Ja, hoffentlich der goldene Grashüpfer ist. Der ehemalige Partner von Nick, nehme ich an. Mich sehr gut gesinnt, nicht schlecht, weil ich möchte jetzt einfach zu Ende bringen, mein Level up abholen. Ach, Ausschlag, okay, wollte schon sagen. So, die letzte Aufnahme, die ich heute aufnehme. Und dann glaube ich 5 Parts. Ne, 6, glaube ich. Okay, der goldene Grashopper ist nicht Nicks Partner, sondern wirklich ein goldener Grashopper. Der hier ist der, ne? Marty Bullfinch. Nichts gewesen. Na, hätte ich mal Nick mitgenommen hier. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht. So eine Impro-Pistole, nichts Besonderes. Nahrung für den Grashüpfer hinzugefügt.
Lies Nahrung für den Grashüpfer. Zeug, das gar nicht da sein. Ja, nein, wo ist es? Herrscher von Shem Drown 25 Mai 1742 an meinen Bruder und Grashüpfer gelassen. Niedergestreckt am 13. November des Jahres 1753, 1755, früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters am Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkamen ich die Zeiten der Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellungen, wohlauf und heil. Des Altmeisters Sohn Thomas Drown, 28. Juni 1768, will ich Nachlass in mein Büro versprechen, doch wander, mutig wie der Wind soll ich sein. In den Ufern des Schals, wo Meister Shem auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Finde Shem Drowns Grab. Ach. Sag mir nicht, dass es jetzt nicht hier verzeichnet. Verdammt. Ja, da müssen wir schon wieder. Boah, weil jetzt hier irgend so ein Pisser irgendwo rumläuft, ne? Ich was hören. Alter. Wie können die mich immer hören? Das kann doch nicht sein. Ja, du, ne? Heute kein Kappen. Was das? Komm her. So, haben wir jetzt alle erledigt, endlich. Rakete, was? Ist ein Raketenwerfer. Nicht, dass es mich jetzt schon wieder interessiert. So, ist aber fertig. Da kann man auch, glaube ich, zu Fuß hingehen. Außer also, da kommen natürlich wieder 10 Milliarden Supermutanten. Was auf jeden Fall der Fall sein wird. Ja, toll, da um Eck mal irgendwie Raider, habe ich gerade gesehen. Ja, ich tue jeden Schritt speichern. Ja, fang schon wieder an. Eine Aufnahme. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Nee, sag mir, ist nicht noch irgendetwas. Oh, echt? Was ist denn hier schon wieder? Ghule, natürlich, am Friedhof. Muss ein Ghule sein. Und Thriller tanzen. Weg. Wenn ich die Schnauze voll. So. Mission abgeschlossen. Oh, Grabräuber.
Goldene Grasbar, Goldbarren. Keine Angst. Fürchte ich nicht, die Klinge ist vom Eisen des Teufels, doch nur der Träger macht sie böse. Oh, ich sehe schon. Shemdrown-Schwert. Ja. Ziel nehmen Strahlungsschaden. Nicht sehr stark. Oh. Ich hab den seinen Schädel genommen, verdammt. Erstmal speichern und meine Skills hier aufbessern. Erst was ich haben will, ist das hier. Sofort 20% 20 maximal Gesundheit und Gesundheit wird langsam geheilt. So, wo noch? Einmal Meisterhändler und einmal. Ach, schade, 31 erst wieder. Du willst jetzt beim Händler jetzt viel bessere Preise. Du kannst jetzt ins Kampf gehen voran. Nee. Na, Meister haben wir jetzt auch. Also mal ein ganz klein bisschen mächtiger wieder. Da, wo ist dieser eine Ort? Was denn? Dann kam ich schon wieder hier. Da war so ein Laden, der wieder nicht verzeichnet war. Ja. Mean Pastries. Ja, Pastries. Und schon, da muss da auch irgendwas sein. Hat Gutes, ne? Mal gucken, wie stark das Schwert ist. Wenn ich das verbessere. Hallo, na? Haben die Katzen. Okay, doch, kann ich wohl. Was haben wir denn hier noch? Kann ich ja auch nicht. Essen bekommen. Scheint aber keiner zu leben. Es wird hier bei Clown stehen. Steht, meine ich. Upf. Nur eine einsame Katze ist hier. Sein. Du hast noch nicht mal markiert auf der Karte, hier muss doch irgendwas sein. Ja, nicht mal bewegen. Schon wieder so verdächtig hier. Vielleicht habe ich den einfach nur von der anderen Seite hier betreten. Wenn ich jetzt an einen Ausgang hier rausgehe, dann. Weiß ich nicht. Wieder auf einmal so markiert auf der Karte. Ne. Katzen mag ich, Hunde nicht. Lasst mich. Ja, dann gehen wir noch zu Nick Valentine, würde ich sagen. Kann ich auch endlich meine Dingens. Der ist übrigens nicht in der Red Rocket Raststätte. Da ist nur Cotswold. Also, ja, wo ist der? Habe ich den schon gesagt, der soll da hingehen zu dieser einen Mission? Wäre da ein bisschen doof. Wir können aber gucken, ob ich jetzt hier in diese Polizeistation rein kann.
So, mach ich, ne? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe nicht den ganzen Part Zeit. Naja, wird nicht einfach gerade zeichnet. Okay, wir sagen, ich kann schnell reisen. So, danke. Gehen wir schnell zur Detail. Dann gucken wir mal, ob wir in die Polizeistätte können und dann war es das auch für heute. Das Science Center war maßgeblich erhalten von Stromversorgung, Robotik und Landwirtschaft in Diamond City beteiligt. So, von meiner Autoheilung habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gemerkt. Aber vom Meisterhändler, da werde ich irgendwie was spüren, habe ich so ein Gefühl. Hey, nicht in der Öffentlichkeit. Such dir eine Toilette. Meine Fresse. Was? War ich so gehockt da stand oder was? Boah. Detektiv Valentine. Der ist auch ein Sint, ne? Warum tun die bei denen jetzt nicht so machen? Ja. Dann sagen wir nicht, die Mission geht jetzt immer noch weiter. Hallo, was haben wir hier? Perfekt. Ist das nicht schon? Fall Earl Stirlings verschwinden. Auftraggeber war dem Bob Roth. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Stirling, 25 Jahre alt, Barkeeper in Dogout Inn. War dem Bob auf einer der Inhaber bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit werden gerufen. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn dafür, so erzählt man es sich in der Stadt wie immer. Vadim kam in mein Büro, angetrunken und mit einer röseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hat keine Feinde, zumindest mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher weiß er, ich muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Dogout seinen Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss am Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe, auf frischer Tat ertappt zu werden. Noch eine Mission direkt wieder. Spur ist verschwunden. Einer. Dann machen wir das doch auch noch. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, habe ich ja noch. Verdammt, noch eine Mission. Aber mache ich das doch gerade, damit ich ein paar mehr Missionen weg habe. Damit ich weniger Missionen habe, meine ich. Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Ja, ist das jetzt hier alles grün? Geh übrigens mal weg. Ich muss hier mal kurz. Das wär's. So, hat mich jemand gesehen? Das sieht man jetzt natürlich nicht. Oh, ich konnte mir den Schlüssel besorgen. Ach, egal. Er wird das nicht brauchen. Und echt keinen Schaden oder so geben, ne? Schaden Reduktion meine ich. Aber noch was suche ich denn hier? Na, noch Hinweisen, haben schon klar. Ich nehme an, er wird nicht zurückkommen.
wenn... In der Lager. Okay. Brew, Lager, Pale. Brew. Also nicht nach was ich hier suche. Ich nehme halt irgendwie... Ne. Weiß nicht. Ein Dokument oder so. Zettel, Brief, was auch immer. Ja, zum Beispiel. Ach, verdammt. Aber mir ist auch nichts angeleuchtet, ne? Ja, habe ich das? Okay. Ich habe meine Hilfe angeboten, nicht dass ich wüsste. Gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt, wenn ich was finden muss? Finde ich nicht. Was ist denn da? Geh's mal weg. Komm schon, wo ist hier was? Oh. Alter, wo ist denn hier was? Da werde ich offscreen nachsuchen. Gehe, was ich hier suchen muss. Gibt's da nicht. Oh, scheiß drauf. Ich glaube, ich muss das nicht nochmal aufschließen. Nächstes Mal. Drin finde ich nämlich nichts. Ich gehe jetzt nochmal zum Polizeirevier. Wenn das geht, geht das. Wenn nicht, dann geht das nicht. Ja. Und ich hoffe, es geht jetzt mal langsam, weil... bitte ja lächerlich. Kann ich sein, dass ich dann nie wieder rein kann. Ja, so sehe ich aus. So episch. Ehrlich gesagt sehe ich nicht so aus. Bin voll wenig geschützt mit meiner Rüstung, habe ich so das Gefühl. Na los, na los. Ich will heute nicht weiterkommen. Ich meine, weiterkommen. So, nein, Vorlieben. Okay. So, gucken wir mal. Kann ich da rein oder nicht? Ich rechne mal mit. Nein. Wäre zu schön. Upsala, Entschuldigung. Ich höre das doch schon. Na gut. Das einfach mal so, weiß ich nicht, ein paar Minuten nach der Aufnahme laufen, um zu gucken, ob man das irgendwann sich beruhigt oder so oder nicht, oder ob das immer weitergeht. So, ja, mit dem wunderschönen Bild hier würde ich dann sagen, das ist ein echt ernster Glitch. Ne, das können sie doch nicht machen. Weil das macht das Spiel zum bestimmten Punkt unspielbar.
Na gut, ich lasse das Bild hier noch so ein paar, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Gucken, ob was passiert nach der Aufnahme natürlich. Mal gucken, ob ich, kann ich ja vor der Aufnahme immer hier reingehen. Ansonsten würde ich dann erstmal sagen, ich bin der Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.